Ja, herzlich willkommen in meinem Namen. Mein Name ist Patrick Kohlmann. Ich bin bei der Commerzbank seit 7 Jahren insgesamt beschäftigt. Bin Leiter des Credit Research Non-Financials und spreche zum ersten Mal zum Thema Ratings und habe insofern also das seltene Vergnügen, Ihnen ein Produkt vorzustellen, das eigentlich in direkter Konkurrenz steht zu dem, was ich so tue. Also ich hoffe, dass das sozusagen zur Objektivität dessen beiträgt, was ich Ihnen jetzt hier im Einzelnen erzählen möchte. Wenn Sie Fragen haben, bitte ich Sie, die am besten sofort loszuwerden. Dann kann ich es ja auch direkt im Kontext beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt, denn Ratings ist ja ein sehr komplexes Thema. Ich habe als erstes mal die allgemeine verfügbare Definition hier aufgeführt. Was ist eigentlich ein Rating? Ich habe mir das mal bei Wikipedia noch mal genauer angeschaut und in den Büchern geschaut. Und im Grunde genommen lässt sich der Common Sense zusammenfassen, indem man sagt, ein Rating ist eine interne oder auch eine externe Einordnung der Schuldnerqualität eines Emittenten. Das heißt, man bekommt also idealerweise eine Information, die einem Aufschluss darüber gibt, wie wahrscheinlich es ist, dass es zu einem Zahlungsausfall kommt. Das kann man als Common Sense festhalten. Und zwar bezieht sich das logischerweise nicht nur auf das Notional einer Forderung, sondern eben auch auf den Coupon. Und im Wesentlichen sprechen wir logischerweise heute über Unternehmensanleihen. Aber natürlich wissen Sie auch, dass es vor allen Dingen in Bezug auf strukturierte Emissionen und auch in Bezug auf Staatsanleihen ein erhebliches Maß an Diskussionen gegeben hat. Nicht erst seit die Finanzkrise zugeschlagen hat, sondern auch schon im Vorfeld. Gleichwohl würde ich persönlich sagen, dass Ratings eher ein Segen sind. Insgesamt, wie gesagt, es ist ein Konkurrenzprodukt, aber es ist trotzdem sehr nützlich. Gesundheit. Und zwar deswegen, weil Ratings eine wichtige Funktion erfüllen. Sie reduzieren nämlich die Transaktionskosten im Kapitalmarkt. Also für den Emittenten ist es sehr viel einfacher, einem kompetenten Rating-Analysten oder vielleicht auch einem Credit-Analysten Dinge zu erzählen, die er dann aggregiert und in eine, sagen wir mal, die er dann scored und als Information über die Bonität dann eben in den Kapitalmarkt weitergibt. Also wenn er jetzt mit jedem einzelnen Analysten oder mit jedem einzelnen Investoren sprechen müsste. Zudem kommt ja auch ein wichtiger Faktor hinzu, dass Ratings eine höhere Transparenz erfüllen oder innehaben als beispielsweise einzelne Informationen, Ad-hoc-Informationen, und Ratings sind per se vergleichbar. Das heißt, auch da würde ich davon ausgehen, dass die Effizienz oder die Bedeutung für den Finanzmarkt insgesamt auf jeden Fall diese Wertung schon mal vorab zulassen, dass man eben sagen kann, Ratings sind ein Segen. Zur Bedeutung von Ratings haben wir schon einiges erwähnt. Wichtig ist auch zu sagen, dass Ratings insgesamt aus dem Kapitalmarkt nicht wegzudenken sind. Also ich weiß noch von früher, in meinem früheren Leben, da war ich Fondsmanager bei einem großen Asset Manager in Frankfurt. Da war das so, bei institutionellen Mandaten war es immer so, dass in den Fondsstrukturierungen, in den Prospekten eine Rating-Information drin war. Das heißt also, man hat sich nicht im Grunde genommen auf Risikoparameter, auf Marktparameter verlassen, sondern die Investoren haben einen Rating-Score oder einen Rating-Korridor vorgegeben und an den hatte man sich natürlich tunlichst auch zu halten. Wichtiger als diese Information oder wichtiger als dieses Detail sind noch eine Reihe von anderen Faktoren. Ich habe Ihnen beispielsweise hier mal aufgelegt, diesen Chart, der kommt aus diesem Solvency II-Regime, das heißt aus den Anlagerestriktionen, wie sie Versicherer einzuhalten haben. Und Sie sehen hier auf der X-Achse abgetragen die Laufzeit der entsprechenden Finanztitel und auf der Y-Achse die Frage, wie viel Eigenkapital, und Eigenkapital ist kostbar, das wissen wir, ist zu hinterlegen, wenn ich jetzt einen bestimmten Titel aus einem bestimmten Rating-Bucket oder aus einem bestimmten Durations- oder Laufzeiten-Bucket halte. Man sieht also ganz klar und deutlich, je länger die Laufzeit, desto höher die Kapitalunterlegungspflicht und desto teurer ist es sozusagen, eine Position zu halten. Auf dieser Grafik, die Zahlen habe ich auch nochmal übersetzt hier in diesem Table. Ich habe die Präsentation hier, also Sie können die Zahlen in Ruhe nachher nochmal nachschauen, wenn Sie möchten. Was ich hier sagen möchte, ist Folgendes. Die Zuordnung von Eigenkapitalkosten führt natürlich logischerweise dazu, dass es ganz entscheidende Verwerfungen geben kann bei der Investorennachfrage. Also beispielsweise in diesem roten Kringel eingegrenzt
ist die Quote, die man eben einhalten muss, wenn jetzt beispielsweise also eine Anleihe fällt von einfach A auf dreifach B. Das bedeutet, der Versicherer muss doppelt so viel Kapital hinterlegen, wenn er diese Position beibehalten will, als vor dem Rating-Downgrade. Das bedeutet also, Rating-Änderungen haben einen gravierenden Einfluss auf das Investorenverhalten. Eine andere Information, die ganz interessant ist, ist zu sehen, das ist ja in diesem roten Quadrat eingezeichnet, dass es ja, meines Erachtens relativ fragwürdige Unterscheidungen gibt zwischen schlecht eingestuften High-Yield-Anleihen und Non-Rated-Anleihen. Da kann man nämlich sehen, dass Non-Rated-Anleihen eine niedrigere Quote haben als High-Yield. Da kann man sich natürlich sagen, naja, okay, vielleicht ist man ja der Ansicht, dass nicht geratete Unternehmen im Schnitt eine höhere Kreditqualität haben als High-Yield. Gut, dann wäre es zu rechtfertigen. Wenn das aber nicht so wäre, müsste man da möglicherweise ein Fragezeichen dran machen. Aber das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, sondern das müssen sich die Regulatoren überlegen. Ein weiterer Faktor ist, das kennen Sie auch aus der Diskussion, dass Staatsanleihen einen Ratingfaktor haben von 0. Ja, das sind die berühmten Solvay-Null-Papiere. Das heißt, wenn die dreifach A haben, muss kein Risikokapital hinterlegt werden im Bankbuch, sozusagen unter vereinfachten Bedingungen. Ähnliche Regelungen gelten beispielsweise für hochgeratete Covered Bonds. Dreifach A und zweifach A geratete Covered Bonds haben niedrige Eigenkapitalunterlegungspflichten als beispielsweise Corporate Credits. Ähnliche Regelungen gibt es auch nach Basel III für Banken. Ich habe die Quoten mal hier aufgeführt. Die Key Message für uns heißt im Grunde genommen klar und deutlich, an Ratings führt kein Weg dran vorbei. Und natürlich muss ein Credit Analyst, der ja vorausschauende Anlageempfehlungen geben muss, verstehen, welche Mechanik hinter Angebot und Nachfrage liegt, welche Implikationen die Ratingsänderungen haben für Angebot und Nachfrage von den jeweiligen Anleihen, die er einzuschätzen hat. Zur Modellierungsfrage habe ich hier diesen nächsten Chart aufgeführt, ganz kurz. Wir würden sagen, dass man insgesamt, ja, vereinfacht ausgedrückt, vier grundsätzliche Modelle unterscheiden kann, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte in der Kürze der Zeit. Das erste ist also ein rein quantitativer Ansatz. Das zweite ist ein Scoring-Modell. Das dritte ist der Fundamentalansatz, den Sie kennen, wenn Sie sich mit Rating Reports auseinandergesetzt haben. Ich bin sicher, dass Sie das schon zu Genüge getan haben. Und last but not least möchte ich halt zwei Sätze verlieren über das, was ich so mache den ganzen Tag. Zum Strukturmodell. Sie finden das, was ich jetzt hier aufgeführt habe, in der Literatur immer unter den Stichworten MERT-Modell oder auch KMV. Und auch die Management Option ist ein wichtiges Stichwort. Die Preisfrage heißt, was ist falsch in diesem Chart? Das habe ich eben erst gesehen im Taxi. Aber da reden wir lieber nachher mal drüber. Die grundsätzliche Idee von dem, was ich hier aufgeführt habe, ist zu sagen, dass es nicht möglich ist den aktuellen Zeitwert zukünftiger operativer Cashflows, und das ist das, was sich der Analyst anschaut, abzulesen. Und deswegen, das war die Idee von dem Nobelpreisträger Merton, geht er hin und sagt, okay, ich nehme mir einfach verfügbare Daten aus dem Markt und schau auf die Aktie. So, und das ist das, was man eben hier im Grunde vereinfacht dargestellt zeigen möchte. Sie sehen hier sozusagen das klassische, aus der Optionstheorie bekannte Modell einer Long-Call-Option. Das ist sozusagen die Sicht eines Aktieninvestors auf das Kapital des Unternehmens, auf die Assets des Unternehmens. Die gelbe Linie zeigt ihn an, wie ein Anleihegläubiger sozusagen über den Aktienwert auf den Emittenten schließt. Und man kann eine ganze Reihe von Schlussfolgerungen festmachen, eben an diesem vereinfachten Chart. Mal abgesehen von den Bewertungsaspekten, der Strike ist sozusagen der Bondpreis und ähnlichen Dingen, ist wichtig zu verstehen, dass es eine unterschiedliche Sicht gibt, eben aus Sicht eines Bondholders im Vergleich zu der Sicht eines Aktionärs.
Und als ich früher noch auf der Buy-Side gearbeitet habe, war das immer so, da haben sich dann die Investor-Relations-Leute und auch die Finanzvorstände immer beschwert, ja, also das wäre ja immer so schrecklich, wenn man zu Credit-Analysten geht oder so, das wäre immer so furchtbar inquisitorisch, die kämen immer nur mit so doofen Fragen zu Pensionen und all so ein Mist und warum man da nicht wachsen kann und hin und her, bla bla, also das war immer etwas unangenehm. Und die Logik ist hier. Die Logik sagt Ihnen nämlich, wenn Sie ein Bondholder sind, dann sind Sie gecapped. Kein Finanzvorstand dieser Welt wird Ihnen jemals mehr zurückzahlen als der Face Value plus der Coupon. Das heißt, wenn ein Unternehmen eine expansive Wachstumsstrategie verfolgt, ist das zwar schön, aber das ist zwei Türen weiter. Das richtet sich an die Aktionäre. Die profitieren nämlich davon, wenn der Wert der Unternehmensaktiva über ein bestimmtes Maß hinausgeht. Sie als Bondholder oder ein Investor, der die Anleihe hält, steigt aus. Der ist nicht dabei. Der nimmt zwar das Risiko, wenn es schief geht, das ist praktisch auf der X-Achse nach links gezogen, links dargestellt, aber er ist nicht dabei, wenn das Unternehmen eine aggressive Wachstumsstrategie verfolgt und der Wert des Unternehmens über ein bestimmtes Maß hinaus eben ansteigt. Und umgekehrt, im schlimmsten Fall, also das war die schlimmste Stunde in meinem früheren Leben, wenn Sie sich zum Beispiel Parmalat oder sowas anschauen, nachher am Ende sitzen Sie dann alle in einem Raum, wenn das Unternehmen nämlich pleite ist, dann kriegt keiner was. Und das ist halt das Wichtigste zu wissen zu diesem Modell. Es geht um den Bezug auf die Aktienindizes, auf die Aktienvolatilitäten, auf die Aktienbewertung. Ein weiterer Ansatz, den mittlerweile ja auch einzelne Broker verfolgen, ist dieser Altman's Z-Score. Der ist schon ein bisschen älter, der kommt von 1968, habe ich eben nochmal nachgelesen. Und hat sich aber bis zum heutigen Tage im Grunde genommen ja in die Lehrbücher und auch sozusagen in die Sicht der Dinge der Investoren eingeprägt. Da werden insgesamt 5 Kennzahlen erhoben, die dieser Professor aus USA damals als wichtige Faktoren identifiziert hat. Und die werden dann nachgerechnet und in einem Score zusammengefasst. Dieser Professor Altman, der hat sich eine ganze Reihe von Defaults, von Konkursen angeschaut und hat sich dann überlegt, okay, welche Finanzkennzahlen waren sozusagen im Vorhinein betrachtet besonders aussagekräftig für diesen nahenden Default. Und diese Faktoren hat er zusammengesetzt. Das sind die Inputfaktoren, die ich hier aufgeführt habe. Also der erste ist Working Capital zu Total Assets. Das ist also praktisch die Frage, wie hoch ist der Anteil der liquiden Assets an den Assets insgesamt. Der zweite Faktor, Retained Earnings zu Total Assets, ist die Frage, wie hoch ist die Earnings-Stärke des Unternehmens und letztlich auch, wie hoch ist der Leverage. Der dritte Faktor ist EBIT zu Total Assets. Da geht es um die Frage, wie hoch ist die Produktivität, die operative Stärke des Emittenten. Der vierte Faktor, Market Value des Equity zu den Liabilities, das erinnert Sie an das, was wir gerade eben schon besprochen haben, das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital. Da geht es im Grunde genommen um die Frage, wie stark müsste das Eigenkapital fallen, dass es kein Puffer mehr ist. Sozusagen aus Sicht des Fremdkapitalgebers. Und last but not least, die Frage Sales to Total Assets ist im Grunde genommen eine Näherung zu der Frage, wie stark ist die Kraft des Unternehmens in Bezug auf die Fähigkeit, Umsätze zu erzielen. So, diese 5 Faktoren rechnet man also in diesem Z-Score zusammen und dann kriegt man so ein Bild wie das hier. So, und das sagt halt im Grunde genommen aus, dass je höher der Z-Score ist, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit eines Defaults. So, das heißt, diese schwarze Linie, die Sie hier sehen können, sagt Ihnen aus, was der Z-Score sagt. Und die gelbe Linie, das ist jetzt der Spread, Gesundheit, der Spread von der einjährigen ThyssenKrupp-Anleihe. Und Sie wissen es wahrscheinlich, dass man Spreads sozusagen ja immer verkehrt rumlesen muss. Also wenn es dem Unternehmen gut geht, gehen die Spreads rein und sonst laufen sie raus. Man sieht also im Grunde genommen, allein schon dadurch, dass diese Z-Scores quartalsweise gerechnet werden, dass sie nicht sehr nah dran sind an der Realität. Logischerweise, wenn Sie Quartalszahlen gucken, die kommen halt ein paar Monate später raus. Und wenn Sie sich die Parmalat-Quartalszahlen angucken, dann wären Sie auch nicht auf die Idee gekommen, dass die irgendwann Mitte Dezember oder sowas in Default gehen würden. Es ist halt backward-looking.
Es sind Bilanzzahlen, das heißt, es ist die Sicht des Unternehmens, es ist die Sicht des Finanzvorstands, die sich widerspiegelt. Und der Markt ist oft schlauer oder schneller in der Reaktion. Der dritte Ansatz, den ich ganz kurz erwähnen möchte, ist der Fundamentalansatz, wie ihn die Ratingagenturen, die großen Agenturen eben verfolgen. Die schauen sich die Quartalszahlen an der Emittenten. Die haben teilweise auch natürlich Informationen, die man als, ja, als externer Bilanzleser nicht hat. Da gibt es vielleicht irgendwelche Keep-Well-Agreements oder sowas, die dann den Ratingagenturen zur Verfügung gestellt werden, möglicherweise anderen Investoren eben nicht. Ich kann das nicht so genau sagen, ich habe noch nie bei einer Ratingagentur gearbeitet, aber möglicherweise ist sowas, steht sowas dahinter. Die Quartalszahlen werden aggregiert zu verschiedenen Kennzahlen, das kennen Sie auch. Im Wesentlichen sind die zwei größten Blöcke, die mich natürlich auch immer interessieren würden, ist Leverage und eben die operative Stärke eines Unternehmens. Ich schaue eigentlich lieber auf den Operating Cashflow als EBITDA, weil EBITDA ist ja sozusagen nicht auszahlbar. Da sind Working Capital Faktoren beispielsweise und solche Dinge nicht enthalten. Aber im Grundsatz geht es eben darauf zu sagen, okay, wir schauen uns die bilanziellen Zahlen an, wir aggregieren die, wir bilden Kennzahlen und adjustieren diese Zahlen auch. Also der wichtigste Faktor in diesem Zusammenhang sind üblicherweise die Pensionsrückstellungen. Also nicht gefundete Pensionen werden aus Sicht der Agencies, und wir würden das genauso machen, als Verschuldung angesehen und werden dann beispielsweise sowohl in der Cashflow-Analyse als auch in der Verschuldungsanalyse zur Anwendung gebracht. Ja, das können wir uns mal anschauen. Wie die Prognosestärke ist. Hier hat sich jetzt witzigerweise eine Linie verabschiedet, die da eigentlich grau hätte sein müssen. Ja, die muss man sich jetzt blöderweise dazu denken. Und da geht es halt eben um den Vergleich von dem, was die Ratingagentur sagt. Das ist sozusagen die rollierende Default-Rate im High-Yield-Segment, also praktisch bezogen auf Anleihen mit einem Einfach-B oder einem Zweifach-B-Rating. Und die graue Linie, die Sie jetzt leider nicht sehen können, kann ich die so reinmalen? Ich kann es hier aufblättern. Ich kann es Ihnen auch zeigen halt. Ja. Man sieht nämlich eigentlich im Grunde genommen Folgendes. Die eine Linie ist deutlich vor der anderen. Ja. Also der Peak der grauen Linie, die nicht vorhanden ist, der war hier. Da. Ja. Das heißt also, der Markt läuft eigentlich im Grunde genommen vor. Und naja, früher, wenn mein Chef früher gefragt wurde bei Pitches für Neuemissionen oder sowas oder für Mandate, hat er immer gesagt, naja, Ratings sind immer lagging. Und in all den Jahren hat ihm eigentlich nie ein Investor widersprochen. Und naja, gut. Also es hat sich halt viel geändert seitdem. Das will man auch nicht unerwähnt lassen. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Moody's beispielsweise, das ist jetzt hier dieser Chart, die haben ihre Methodik angepasst. Die haben andere Kennzahlen berechnet, haben ihre Methodik insgesamt adjustiert. Und das hat dann dazu geführt, dass wir so einen Shift gesehen haben, versuche ich das nochmal, von der schwarzen auf die gelbe Linie. Und das war schon effektiv. Was sie gemacht haben, hat also dazu geführt, dass der zeitliche Abstand zum Default kürzer geworden ist. Das heißt, also früher war es eben so, dass 2 Jahre vorher von Zweifach B auf runtergegangen wurde, auf Einfach B. Jetzt sind sie im Grunde genommen, gehen sie schneller und weiter runter. Das heißt, sie sind eigentlich die Prognosefähigkeit oder die zeitliche Nähe, der zeitliche Abstand bis zum Knall ist kürzer geworden, dadurch, dass die Methodik eben geändert wurde. Das heißt, die Aussagekraft von Ratings für dieses Default-Risiko, die hat zugenommen. Wir können uns das auch nochmal anschauen hier in diesem Beispiel. Wir hatten ja diese ThyssenKrupp-Anleihe eben schon erwähnt. Das ist die Thyssen 2015. Da sehen Sie den Spread als gelbe Linie abgetragen. Das schwarze ist die Rating-Einstufung von S&P in diesem Fall. Und ja, man sieht halt im Grunde genommen hier beispielsweise, da wurde halt so ein Downgrade antizipiert vom Markt. Ist das Spread also dramatisch rausgegangen, von 150 auf 300, als die Anleihen aus dem Investment Grade auf Zweifach B runtergestuft wurden. Da hat der Markt sehr heftig reagiert.
Die Erklärung haben wir eben eingangs schon gesehen, die Kapitalunterlegungspflichten beispielsweise. Wir wissen, dass institutionelle Investoren oft beschränkt sind auf das Investment-Grade-Spektrum. Aber seitdem kann man sehen, hat sich praktisch das Rating nicht geändert. Das ist jetzt hier diese Phase. Und der Spread ist deutlich reingelaufen, von 150 auf 50. Ja. Tja, dann vielleicht noch ein Wort ganz kurz zu uns. Wie machen wir das? Also wir sind natürlich auch nicht methodengläubig, wie auch sonst niemand, logischerweise. Wir haben uns das Universum aufgeteilt, weil wir davon ausgehen, dass es eben sehr wichtig ist, Sektorexpertise vorzuhalten, bevor man eben Finanzkennzahlen interpretiert. Und wir nehmen uns sozusagen alles, was wir für nützlich und für sinnvoll halten. Ich habe es hier kurz aufgeführt. Die Analysten modellieren die Operating Cashflows im Wesentlichen. Das ist die entscheidende Größe, nicht nur bei den Ratingagenturen, auch bei uns. Es gibt Forecasts, also wir versuchen die Zahlen fortzuschreiben, versuchen zu antizipieren, was passieren wird und machen das mit einem zeitlichen Horizont von einem Jahr. Also wir haben im Moment noch Forecasts für 2014, aber das werden wir jetzt innerhalb der nächsten zwei Monate dann umstellen auf das nächste Jahr. Wir machen Peer-Group-Vergleiche logischerweise. Das ist auch die Begründung sozusagen für den Sektoranspruch. Wir müssen uns die einzelnen Bonds anschauen. Gerade bei den Nachranganleihen ist es halt wichtig zu verstehen, wie einzelne Sonderfaktoren geregelt sind. Also ganz wichtig ist zum Beispiel diese Make-Whole-Clause. Also unter welchen Bedingungen darf ein Emittent und zu welchem Preis darf er eine Anleihe zurückkaufen? Wie sieht die Ratingagentur den Equity Credit von Nachranganleihen? Da gibt es sehr, sehr viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Regulatorisches Umfeld logischerweise besonders wichtig bei Banken und Versicherungen. Wir beziehen aber auch Faktoren ein von den Kollegen. Also das Big Picture sozusagen ist entscheidend. Investorenverhalten ist ganz besonders wichtig. Die Bewertung der einzelnen Anleihen untereinander spielt eine große Rolle logischerweise. Neuemissionstrend ist sehr wichtig. Wenn eine Anleihe gepreist wird oder wenn wir davon ausgehen, dass ein Emittent beispielsweise sehr, sehr viel kurzfristige Verbindlichkeiten hat, kann man davon ausgehen, dass er die irgendwann refinanzieren muss, dass dann ausstehende Anleihen beispielsweise im Spread sich ausweiten werden und ähnliche Dinge mehr. Ich habe Ihnen hier mal den ThyssenKrupp-Bond aufgeführt, wie wir ihn gesehen haben. Wir haben also mehrfach sozusagen Relative Value Trade Ideas gesetzt auf den Spread und haben ja die großen Bewegungen eigentlich, glaube ich, ganz gut gesehen. Eine allgemeine Sicht zu der Frage, wie sieht der Markt insgesamt aus, was die Bedeutung von Ratings ausschaut, ist auf diesem Chart enthalten. Auf der linken Seite beispielsweise sehen Sie den Anteil der nicht gerateten Bonds am Gesamtbestand. Und da sieht man schon einen Shift, also diese graue Linie, die ich dann reingemalt habe, ist bei 10%, zwar etwas schief, aber soll 10% sein. Sie sehen also, dass es strukturell einen leichten Wandel gibt. Ich kann jetzt hingehen und sagen, ja gut, das ist halt Disintermediation möglicherweise, Kapitalmarkteffizienz und so weiter und so fort. In jedem Fall ist es so, dass es einen leichten Trend gibt dazu, dass auch nicht geratete Emittenten Anleihen emittieren können. Wenn sich das Ganze jetzt anschauen würden für Loans, das sind ja Bonds, würde das Beispiel noch ähnlich aussehen auch. Auch da würde man diese These belegen können. Und das Gleiche gilt auch hier in Bezug auf diesen Chart, den ich auf der rechten Seite aufgeführt habe. Ja, im Vorfeld zu dieser kurzen Präsentation bin ich gebeten worden, nochmal zwei, drei Sätze dazu zu sagen, wie die Zusammenarbeit aussieht zwischen den Credit-Analysten und Emittenten. Weil es ja auch oft so ist, das haben wir ja gerade eben schon gehört, dass es Debütanleihen gibt, Debütloans, wo dann das erste Mal eine Kapitalmarktberührung stattfindet, eventuell mit einem Emittenten. Und da spielen die Credit-Analysten eine große Rolle, meines Erachtens. Denn sie spiegeln eigentlich im Grunde genommen auch die Sicht des Investoren wider und schauen sich auch die Zahlen an, aggregieren sie dann so idealerweise, wie sie dann auch später von den Investoren oder auch von den internen Risk-Departments verfolgt werden. Und ich glaube, dass das schon eine wichtige Bedeutung hat halt. Ja. Also einer der letzten Erfahrungen, die ich gemacht habe, war beispielsweise mit einem großen Unternehmen aus der Solartechnologie. Ich sage jetzt mal nicht, wer es war. Und da habe ich mir die Zahlen angeschaut und habe dann irgendwo eine Fußnote gefunden. Da stand dann drin,
ja, der Emittent hat eine Undrawn Revolving Facility, also praktisch einen Überziehungskreditrahmen. Und Informationen dazu tauchten nirgendwo auf. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ist das denn so, wie das da steht in der Fußnote? Wieso ist das denn nicht publik gemacht worden? Und da gab es halt große Diskussionen. Und da hat sich dann der Treasurer bei unserer Kreditabteilung beschwert. Nachher dann aber ist ihnen irgendwie klar geworden, dass es doch vielleicht für einen Bondholder ganz nützlich ist zu wissen, dass das Unternehmen einen Liquiditätspuffer hat. Ja? Aber da haben die Leute nicht drüber nachgedacht, weil sie bisher immer nur mit Aktieninvestoren gesprochen haben. Halt, ja? Und umgekehrt, Kreditinvestoren interessieren halt eben die Earnings per Share oder sowas nicht. Halt, ja? Also so gibt es halt viele Details, die nützlich sind. Halt. Besonders interessant, besonders wichtig ist halt, bei kleineren Emittenten, was für die auch wichtig ist, die wollen immer Peergroup-Vergleiche haben. Also wenn sie selber kein Rating haben, wenn sie selber keine Konkurrenz, keine sehr große Konkurrenzbetrachtung betreiben und so weiter, dann finden die das sehr interessant zu sehen, aha, wo sind denn unsere Interest-Rate-Coverage-Ratios im Vergleich zu der Konkurrenz von jenseits des Teiches oder sowas halt. Ja? Also da gibt es ein erhebliches Maß an, ja, wie soll man sagen, an Austausch und meines Erachtens auch an positiven Informationsflüssen. Und es ist allemal besser, mit dem Kreditanalysten zu reden, als mit dem Investoren und dann gleich am Ende vielleicht irgendwie feststellen zu müssen, na das oder das, das hat aber nicht richtig hingehauen. Da ist es besser sozusagen, man macht einen Dry Run mit den Kreditanalysten, die sowas tagtäglich machen müssen. Ja, kurz zusammengefasst, was wir diskutiert haben. Also meines Erachtens sind Ratings ein Segen. Ich habe schon gesagt, es ist ein Konkurrenzprodukt, es fällt mir nicht leicht, das zuzugeben, aber es ist so. Sie erhöhen die Transparenz, sie reduzieren die Transaktionskosten. Sie führen dazu, dass Investoren, die sonst bestimmte Titel vielleicht nicht kaufen würden, eben doch Investoren sind, zu Investoren werden. Es ist sehr viel leichter für einen Emittenten, mit Analysten, sozusagen mit einem Intermediär zu sprechen. Der hilft einem ja dabei, auch das eigene Risiko einzuschätzen und zu bewerten und zu bepreisen. Und insofern gehe ich eigentlich davon aus, dass ja, Diskussionen zur Unabhängigkeit von Ratingagenturen, natürlich auch zum Pricing und so weiter und so fort, wird es wahrscheinlich immer wieder geben. Immer wieder dann, wenn irgendwo irgendwas nicht ganz sauber gelaufen ist vielleicht. Aber ich gehe davon aus, dass Ratingagenturen ihre Bedeutung haben als sozusagen ja, Risikointermediär. Und das wird sich auch nicht so ändern. Und letzten Endes, naja, sind sie wahrscheinlich doch keine Konkurrenz zu uns. Und das ist ja auch gut so. Ja, das ist so das in aller Kürze, was mir zum Thema Rating einfällt. Wenn Sie Fragen haben, bitte gerne. Ich zeige Ihnen auch gerne noch den Chart, der so eben weiß auf weiß gewesen ist. Und ansonsten, ja, stehe ich für Fragen zur Verfügung. Gerne. Es gibt ja jetzt mal die Diskussion, dass auch neue Ratinggesellschaften staatlich gefördert oder wie auch immer als Spieler auf den Markt kommen sollen. Hm. Also, na sagen wir mal so halt. Ja, also ich glaube, es ist eine politische Diskussion letzten Endes, weil im Grunde genommen bei all diesen ganzen Diskussionen, die wir so gesehen haben, im Grunde genommen hat ja noch keiner den Beweis geführt oder im positiven Sinne erbracht, dass eine Ratingagentur, ja ich sag mal, bestochen worden wäre oder dass sie irgendwie abhängig gewesen wäre oder dass sie irgendwie was verfälscht hätte oder sowas. Also die Diskussion, wie wir sie zum Beispiel hatten über die Aktienanalysten oder sowas, hat es ja in Bezug auf die Ratingagentur nie gegeben. Und natürlich ist es irgendwie, also nach meines Erachtens ist es ein Stück weit ein Blame Game, ja, dass man eben hingeht und sagt, ja, wie kann das denn sein, dass jetzt dieses AAA-geratete Land auf einmal auf AA runtergeht oder sowas. Klar, anstatt sich die Zahlen anzugehen, kann ich auch einfach hingehen und sagen, ja, ihr habt ja die Zahlen nicht richtig gerechnet oder sowas. Also meines Erachtens, also wie gesagt, ich rede über die Konkurrenz, aber mir sind keine belegten Vorwürfe bekannt, dass Ratingagenturen in irgendeiner Weise ja, Informationen verfälscht hätten oder sowas. Also insofern gehe ich davon aus, die werden ihren Stellenwert beibehaben und ja, Konkurrenz belebt das Geschäft halt. Ja. Also insofern, ich gehe davon aus, dass das Geschäftsmodell auch weiter seinen Bestand haben wird. Ratlosigkeit? Nee. Ich glaube, der Vorwurf besteht ja auch eher darin, dass es eine mangelnde Transparenz über die Ratings gibt. Also dass es ja auch bei den großen drei diverse Blackboxes und Greyboxes gibt und dass man nicht genau weiß, wie es zu den Ergebnissen kommt. Das ist das eine. Und das andere, der andere Vorwurf, der mir zu Ohren gekommen ist, ist ja, dass es eine Art Self-Fulfilling Prophecy ist. Also wenn
steht, dann verliert man auch das Vertrauen in den Markt. Und das kann ja zu bestimmten Kettenreaktionen führen. Also, na, ich weiß es nicht so genau. Also, das ist immer leicht gesagt. Naja, die Ratingagentur hat, ja, sagen wir mal so, also natürlich kann es sein, das habe ich auch schon mal gehört, dass Ratingagenturen Informationen bekommen, die andere nicht bekommen. Das ist ja schon klar. Aber ich kann das nicht belegen, ich kann es auch nicht widerlegen. Ich habe nie Informationen bekommen und ich weiß auch nicht von irgendeinem Analysten, dass er da irgendwie was bekommen hätte. Und letzten Endes ist es ja auch so, also es ist halt, Ratings kommen ja zustande auf Basis von freiwilliger Vereinbarung. Es ist ja keiner gezwungen zu raten. Ich habe mich letztes Jahr mal intensiver unterhalten mit SAP, Alter. Die haben gesagt, wir legen alle Zahlen offen, wir sind transparent, wir brauchen sowas nicht. Und die Investoren auch nicht. So, also fertig. Es ist ja keiner gezwungen, in Rating sozusagen nach dem Rating zu investieren. Ja? Ganz im Gegenteil, Sie sehen ja oft auch sozusagen Verwerfungen oder auch sozusagen Marktreaktionen, die gerade so ein Rating sozusagen ja, konterkarieren. Zum Beispiel Telekom Italia hat das größte Spread Tightening bekommen, als sie dann endlich High Yield waren halt. Ja? Also und letzten Endes ist ja keiner gezwungen, sich das Zeug anzugucken halt. Ja? Solange das auf Basis von freiwilligen Vereinbarungen zustande kommt, also ich weiß nicht, ob ich mehr Vertrauen hätte in ein Rating, wenn das jetzt vom Finanzministerium käme. Ich meine, das Finanzministerium ist ja, sind ja diejenigen, die entschieden haben, unter anderem, dass wir diese Solver-Null-Geschichte haben. Ja? Das würde ich mal gerne diskutieren. Ja? So wie ich das verstehe, so ein bisschen wie die Band bezahlt, stimmt, was gespielt wird. Ich sage mal, möglicherweise beim Rating kann ich noch entscheiden, ob ich es mache oder es nicht mache. Aber wenn ich es machen will, dann entscheide ich als Emittent, wem ich jetzt den Auftrag gebe. Ja, das ist natürlich dann schon potenziell ein Interessenskonflikt mit einem neutralen Rating. Wie meinen Sie das? Also Sie meinen, ein Emittent ist dazu gezwungen, jetzt aus den drei großen Zweien den Auftrag zu geben? Ja, aber ich meine, es gibt immer mindestens einen, der meinen Auftrag nicht bekommt. Und das entscheide ich. Als Emittent meinen Sie jetzt? Genau. So, damit bin ich natürlich in einer gewissen, es gibt vielleicht auch so ein Thema wie Folgeaufträge noch, ja, damit habe ich natürlich eine gewisse Machtposition. Wo man zumindest mal sagen könnte, naja, da wird die Ratingagentur dem Kunden nicht allzu wehtun wollen. Aufgrund dieser Kundenbeziehung. Das ist ja so ein bisschen der Vorwurf, der im Raum steht. Und das ist von der Logik her, finde ich ja nicht so völlig abwegig. Das ist ja eine ähnliche Diskussion bei Wirtschaftsprüfern, ja, dass gesagt wird, sollte das nicht vielmehr so sein, dass jedes Unternehmen, keine Ahnung, in den Fonds einzahlen muss und aus dem Fonds wird dann jemand beauftragt, das Unternehmen kann nicht entscheiden, welche WP-Gesellschaft, da gibt es ja verschiedene Modelle, aber da ist das ja ähnlich. Ja, hat der WP einen Anreiz, mich wirklich besonders streng zu prüfen, wenn er dafür Gefahr läuft, dass ich dann nächstes Jahr der Hauptversammlung jemand anders vorschlage? Das ist ja eine ähnliche Fragestellung. Ja, ich weiß, ich kann nachvollziehen, was Sie meinen, aber ehrlich gesagt, ich sage ja nur meine persönliche Meinung. Und wie gesagt, ich spreche über die Konkurrenz. Mir ist es lieber, ein halbwissender, privater Analyst guckt sich das an, als eine Ratingbehörde in der Wilhelmstraße in Berlin, ja, die dann eine Staatsbehörde ist und dann vielleicht irgendwie sozusagen per Gesetz irgendwelche Unternehmen ratet. Ja. Es ist ja eine freiwillige Entscheidung, lasse ich mich raten oder nicht, ja, und bezahle ich das oder nicht. Und wie wir eben schon in diesem Beispiel gesehen haben bei ThyssenKrupp, ja, da spielt das Rating überhaupt keine Rolle. Das ist vollkommen irrelevant. Wenn ich den Chart sehen würde als Investor oder als Finanzvorstand von ThyssenKrupp, würde ich hingehen und sagen, liebe Leute, wieso brauchen wir denn ein Rating? Ja, das Rating ist irrelevant für das Investorenverhalten, für die Spread-Entwicklung. Spielt das Rating überhaupt keine Rolle. Das ist seit einem Jahr Single B und die Spreads sind von 150 auf 50 reingelaufen. Also das heißt, Rating ist ein Non-Event. Das ist ganz klar die Botschaft. Meine ich. Und insofern, sagen wir mal so, sollte man vielleicht auch die Bedeutung von Ratings für die Kapitalkosten und für Investorenverhalten nicht überschätzen halt. Ja. Irgendeine Bedeutung wird es noch haben, sonst die Leute Geld dafür ausgeben. Also wenn das wirklich so wäre, dass es völlig bedeutungslos wäre, dann wird ja keiner mehr Geld dafür ausgeben. Aber ich sage jetzt mal, es ist ein Problem oder eine Herausforderung, gibt vielleicht verschiedene Lösungsmöglichkeiten und die mit der staatlichen Agentur ist vielleicht jetzt nicht die perfekte Lösungsmöglichkeit, aber das heißt nicht, dass das Problem nicht da ist. Man vielleicht sagen, okay, da muss man andere Lösungsmöglichkeiten finden. Aber bloß weil eine Lösungsmöglichkeit, da bin ich ja bei Ihnen, auch nicht so perfekt ist, heißt ja noch lange nicht, dass das Problem nicht da ist. Also ich denke mir halt, der Druck auf den Ratingagenturen ist ja groß. Ja, die müssen sich rechtfertigen, die haben Konkurrenz. Und ich
persönlich, ehrlich gesagt, ich vertraue lieber der Konkurrenz unter den Ratingagenturen, ja, als einer Staatsbehörde, die, oder einer per Gesetz sozusagen auf Unabhängigkeitsstatus gestellten Behörde, die dann vielleicht Ratinginformationen abgibt. Was schreibt denn die dann über die Commerzbank? 15% Staatsbesitz? Naja, AAA wahrscheinlich. Naja, ich weiß es nicht. Bitte nicht zitieren. Ja. Sagt dann, okay, das ist ein Transparenzgrad, der mir ausreicht, oder auch nicht. Wenn er mir überhaupt nicht ausreicht, dann gucke ich mir das auch nicht mehr an, weil ich das nicht, vielleicht das Risiko nicht tragen möchte. Und wenn es ausreicht, dann ist es eigentlich doch eigentlich Job des Investors, für sich die Entscheidung zu treffen, okay, ist das jetzt ein Investment für mich oder nicht? Ja. Aber wir haben ja eigentlich ein System, wo praktisch der eigentlich diese Investmententscheidung sozusagen praktisch schon eine quasi staatliche oder zumindest so eine Autorität, so eine dritte Autorität sich etabliert hat in so einem Oligopolsystem. Das sind ja praktisch nur drei ernstzunehmende internationale Agenturen, die dann zufällig alle aus den USA kommen. Das ist schon, finde ich, nicht unbedingt ein System, was jetzt so, ich meine, es gab ja negative Anreizsysteme oder bestimmte Anreize im Zuge dieses Booms, wo 7:8 oder 6:8, wo dann diese börsennotierten Ratingagenturen natürlich davon profitiert haben, dass sie bei diesen ganzen Anleihekonstruktionen, wo sie diese Ratings vergeben haben, davon profitiert haben, dass sie dann gute Ratings gegeben haben, weil dadurch diese ganze Maschine mit den Investmentbanken und so weiter so am Laufen gehalten worden ist. Also da gab es ja schon Anreizsysteme, die dann, sagen wir mal, jetzt den Boom vielleicht nicht ausgelöst haben, aber schon eine gewisse Verstärkung gegeben haben. Natürlich, also das ist, ich meine, das ist der Kern dieser Diskussion, warum es gegeben hat. Und insofern, nur zu sagen, okay, staatlich hören, bin ich auch bei Ihnen, dass das mit Sicherheit keine optimale Lösung ist, aber so wie es jetzt ist, eigentlich vom Grundprinzip, passt es eigentlich. Also sagen wir mal so, dass die Ratingagenturen, sagen wir mal, sehr viel Stress, sehr viele Probleme bekommen haben, vor allen Dingen im Zuge mit den strukturierten Anleihen zur Lehman-Krise und so weiter und so fort. Das war mit Sicherheit gerechtfertigt, denn die haben ja ihre Modelle so gebaut, dass man dann für ein, was weiß ich, fünffach gehebeltes Papier noch ein dreifach A kriegen konnte bei LIBOR plus 150. Aber auf der anderen Seite kann ich nur sagen, wenn ich zu meinem Chef gegangen wäre und gesagt hätte, ich kaufe das Ding, das hat LIBOR 150 und hat ein dreifach A, da hätte ich gewusst, was er mir erzählt hat am Jahresende. Weil ich meine, logischerweise kann sich kein Investor ausschließlich auf ein Rating stellen halt. Ja? Das wäre albern halt. Ja? Das macht auch, glaube ich, keiner. Aber das ist wahrscheinlich die Botschaft dessen, was da damals passiert ist halt. Ja? Und wie gesagt, nochmal, ich sage nur, dass die Lösung, die wir da jetzt haben, ja, ist eine oligopolistische Struktur. Und die ist mir persönlich als Privatmann oder auch als Investor, ist mir das lieber, als wenn der Staat hingeht und sagt, wir gründen jetzt eine unabhängige Behörde und jeder muss sich raten lassen. Ab einer Bilanzsumme von so und so viel muss er da seine Zahlen einreichen oder irgendwie sowas. Also mir ist es lieber sozusagen Marktversagen als Staatsversagen, trotz der negativen Erfahrungen, die wir da alle gemacht haben halt. Ja. Weil immerhin, die Ratingagenturen, die raten ja auch die Staaten halt. Ja. Wer weiß, was da passieren würde, wenn da die Behörde das Staatsrating machen würde. Also ich gebe Ihnen recht halt, das ist nicht perfekt, ja. Aber wie gesagt, es ist kein Zwang. Die Frage ist ja, warum bezahlen die Investoren das nicht? Weil sie profitieren davon. Ist möglicherweise, ja. Organisation finde ich persönlich nicht plausibel. Aber ja, ich gebe Ihnen recht. Bloß, ich meine, solange es auf Basis von Freiwilligkeit zustande kommt, wenn der Bayer-Vorstand meint, er muss, ich weiß nicht, XY an Moody's bezahlen, dafür, dass einmal im Jahr einer kommt und die Zahlen updatet, weil er vielleicht der Ansicht ist, dass das günstiger ist für ihn, als wenn da drei Leute im Investor Relations Team, was weiß ich, zu den Investoren fahren, ist das seine Sache halt. Ja. Wie gesagt, der SAP-Treasurer, der hat mir gesagt, wir brauchen das nicht. Wir sparen uns das Geld. Oh, das ist fair enough. Ne? Das fragt keiner danach. Die brauchen es nicht, die fragen nicht danach und dann ist es auch fein. Solange es unter, sagen wir mal, auf Freiwilligkeit beruft, ja, also sage ich, ist es für mich aus meiner Sicht das kleinere Übel halt. Ja. Wie gesagt, man kann sich die Frage natürlich stellen, aber es kommt zustande auf Basis von Freiwilligkeit halt. Ja. Es wird keiner gezwungen. Also, ja, nicht wirklich, auch vom Markt nicht halt. Ja. Wie gesagt, sehen Sie ja hier, die Investoren kaufen sich das Ding halt. Ja. Ja.
echte Freiwilligkeit. Kann sein, dass die SAP aufgrund ihrer Markt oder ihrer Größe einfach sozusagen, dass da gar kein Investor dran vorbeikommt, wenn ein Investor überhaupt investieren ja. will, wenn er da entsprechende Kapitalsumme ja. hat. Aber es gibt natürlich dann in between zwischen den Junk Bonds oder der eigentlich da gar keine Anleihe oder sowas machen sollten, und denen, die da super dastehen, gibt es natürlich da auch viel Graubereich, ne? Wo dann praktisch da die Investoren sich, um da abzusichern, dann letztlich schon auf so eine quasi religiöse Ratingagentur dann am besten bauen, weil sie halt dann in ihrem Aktenordner dann einfach ein Rating auch haben und damit halt besser schlafen können oder halt auch besser intern dastehen. Das ist so, das ist sicher so halt, ja. Das natürlich. Dass es immer Investoren gibt, die sich auf irgendwelche Informationen verlassen, die vielleicht nicht so belastbar sind. Gebe ich Ihnen recht. Das wird so sein halt. Ja. Und klar, natürlich ist es halt, gibt es auch Zwänge. Das haben wir ja eben gesehen, wenn Sie sich eben beispielsweise gerade das höher geratete Spektrum anschauen, einfach A und dreifach B aus Sicht von Solvency II, Versicherer ab 2016, klar spielt das eine Rolle. Spielt schon eine Rolle halt. Ja. Aber ja, es ist nicht perfekt. Wie gesagt, es ist ein Oligopol halt. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob das die einzige Alternative ist, die Sie nennen. Also Sie sagen ja, es gibt ja auf der einen Seite das System, das wir heute haben, die Ratingagenturen, ein Oligopol, auf der anderen Seite eine Möglichkeit, das Ganze staatlich zu regeln und zu zentralisieren. Die Ratingagenturen, die jetzt gerade im deutschen Raum europaweit gegründet werden sollen, Bertelsmann Stiftung ist das eine und das andere ist ja der Dr. Karl von Roland Berger, der die Europäische Ratingagentur gründen wollte. Es waren ja beides Modelle, bei denen man versucht hat, das Geschäftsmodell dahingehend zu verändern, dass es ja eher eine Art Stiftung oder genossenschaftliche Art der Konstitution gibt, die ja sozusagen nicht staatlich sind und immer noch freiwillig und nicht zentralistisch, die auch mehr KPIs zugrunde liegt als die reinen Bilanzzahlen. Und gut, ich meine, die Bertelsmann Stiftung, die wollte vor allem Länder raten, aber nichtsdestotrotz war der Ansatz ja eher, das Ganze in eine Stiftung zu überführen. Was halten Sie denn davon? Gute Idee. Also sagen wir mal so, je mehr sozusagen Anbieter es gibt für Ratinginformationen, desto besser ist das Produkt. Ja, und ich habe das gar nicht erzählt, aber ich habe in Köln studiert, Wirtschaft studiert und meine Lieblingsvorlesung war Versicherung. Und die damaligen Assistenten da, die haben halt sich selbstständig gemacht mit der Ratingagentur. Assecurata heißt die. Und die ist erfolgreich. Die verdienen Geld, ja, die informieren sich auch über die Kundenzufriedenheit und so weiter. Keine Stiftung, kein Gesetz, kein nichts. Die sind erfolgreich, die Kollegen von damals. Ja. Also funktioniert. Ja. Ich habe die Zahlen zwar leider nicht, aber ich weiß, dass es läuft halt, ja. Ja, also insofern, ich gebe Ihnen recht. Ja. Je mehr Konkurrenz unter den Ratingagenturen, desto besser. Ja. Desto besser für die Nutzer. Ja. Desto besser für das Produkt. Bitte? Der Jens Weidmann scheint das anders zu sehen, weil ich auch mal gezielt nachgefragt hatte. Wie stehen Sie denn zu einer europäischen Ratingagentur? Die Skepsis war groß, weil halt mehrere Player am Markt eben noch nicht das Vertrauen hätten, dass die großen Player haben. Das war die Begründung. Keine Ahnung, ja. Weiß ich auch nicht. Weitere Fragen? Alright. Ja, dann vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.